Legend of Grimrock 2 in der 65. Folge. So, jetzt ist es so, dass ich tatsächlich vor dem Endgegner stehe. Ne? Ihr habt es in der letzten Folge gesehen. Und mich hat ja schon gedünkt, nachdem ich gegen Schlangenwesen gekämpft habe, dass ich quasi so ein Potpourri aller Gegner zu Gesicht bekomme oder entgegengeschleudert bekomme, die in irgendeiner Form im Spiel schon vorgekommen sind. Und nachdem ich jetzt Schlangen gesehen habe oder schlangenartige Wesen, kann ich nur eins sagen, ich habe irgendwas verpasst. Und ich habe dann mal mit Rippy gesprochen, das war interessant, nämlich gestern, also gestern habe ich die Folge aufgenommen, die 64. Und er war nämlich in dem Moment, wo ich gerade beim Endgegner war, eben in dem Schlangentempel. Und ich sag, ja, sag mal, Rippy, wie kommst denn du da rein? Und er sagt, er, und jetzt kommt's, jetzt haltet euch fest, mit dem Schlangenstab. Ich habe gedacht, ich höre nicht richtig, ja. Ich nehme diesen Schlangenstab schon seit Ionen, ja, nehme ich den mit, hat nie eine Bedeutung gehabt. Auf einmal stellt sich heraus, der ist für diesen Schlangentempel. Und ich meine sogar, ich glaube sogar, dass ich den schon mal versucht habe, bei den Schlangenfiguren da einzusetzen. Ist nichts passiert. Das war so in meiner Erinnerung. Wie auch immer, so oder so, ich gehe jetzt hier nicht zum Endgegner, wir gehen jetzt erstmal zu den Schlangen. Das ist ja Ehrensache, ich lasse jetzt ja nicht hier, keine Ahnung, wie lange das auch geht, 10 Spielstunden oder vielleicht auch weniger, weiß ich jetzt nicht, aber ich sag mal, also ich lasse jetzt hier nicht links liegen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dem der Rippy gesagt hat, dass das so eine Art Wüstengegend sein soll mit Mumien oder irgend sowas. Kann ich mir persönlich gut vorstellen, dass ich da auch vielleicht noch eine Schatzkiste finde. Nämlich die besagte Schatzkiste hier von dem Ding. So oder so, das werde ich jetzt auf jeden Fall nicht mir entgehen lassen. Wo will ich jetzt eigentlich hin? Achso, da will ich eigentlich hin. Und deswegen machen wir das auf jeden Fall. Nicht, dass es dann heißt, hier, der Sossi hat in seinem Let's Play die Hälfte vergessen. Aber es ist wirklich blöd, ne? Das ist jetzt auch nicht, dass ich jetzt, ich sag mal, komplettes Unvermögen von mir war, sondern, ja, ich bin halt einfach den Weg gegangen. Es gab keinen Grund, irgendwie zu sagen, okay, jetzt muss ich zuerst zum Schlangentempel oder so. Nö. Also, nein, ich bin einfach den gerade nächsten Weg scheinbar gegangen. Naja, so, jetzt müssen wir mal schauen. Ich meine, ich habe ja noch andere Sachen hier sozusagen unbeachtet gelassen. Ich sag nur mal, was ist denn hier mit der Geschichte da vorne, mit dem Gitter? Ja. Da bin ich auch noch nicht durchgekommen. Ja, das da. Ah, Moment mal, jetzt ist da. Jetzt ist da aber. Ist das vorhin schon so? Da kann ich mich jetzt nicht dran erinnern, muss ich zugeben. War das vorhin schon so? Ich glaube nicht. Na gut. Ich muss ein bisschen, ach, da ist auch der Schlangenstab. Guten Tag. Ein bisschen Platz schaffen hier, das ist ja katastrophal mittlerweile. Geht nicht. Ach, dann schmeiß ich jetzt da rein. Ja. Ich glaube, das hatte ich schon mal versucht, oder?
Ja, das hatte ich schon mal versucht. Das ist ja echt blöd. Ich würde dann schon gerne wissen, wie ich darüber komme. Aber vielleicht. Ach ja, und da unten, das habe ich auch noch nicht erkundet. Au, au, au. Someone has a friend. Nee, das muss so sein, dass ich irgendwie hierher teleportiert werde. Genau andersrum und dann hier öffnen kann. So rum muss es sein. Ja, naja. Vielleicht von irgendwo irgendwie, aber jetzt. Jetzt, kommt mein großer Moment, mein großer Auftritt. Also. Lass mal speichern. Weiß ja nie, was kommt. So, jetzt. Nichts passiert da. Was soll das? Was soll die Scheiße? Vielleicht doch da reinlegen? Langstab habe ich doch schon mal reingelegt, ne? Ne, Moment mal jetzt. Also wie geht denn das jetzt hier, das Rätsel? Der Rippi hat gesagt, ich muss das irgendwie spucken lassen. Was mache ich falsch? Oder vielleicht dabei? Also, da tun sich jetzt bei mir noch gewisse Fragezeichen auf. Nicht ganz zu Unrecht, denke ich. Was zum... Ach, da muss ich drauf schießen. Ich dachte die ganze Zeit auf die Statuen. Da habe ich mir doch gedacht, weil auf die Statuen habe ich doch schon mal geschossen. Okay, was ist das für eine Nische dann hier? Ach Gott, naja. Snake Charmer. Obu. Ach, Moment. Schön, dass du nicht triffst. So, wo ist jetzt... da. Ui. Ui, das gibt's sogar. Das ist sehr nahrhaft. Da, schau her. Also der Rippi sagte, hier gibt's jede Menge Mumien. So, was ich jetzt hier höre, hört sich nach Mumie an. Was ist das denn? Speed Potion. Okay. Stellt euch mal vor, hier hätte den Gegner im ersten Durchgang besiegt, ja? Was wäre das denn gewesen? Da hätte ich vielleicht... Oh, Schlüssel, Schlüssel. Tomb of the Forgotten? Tomb of the Highborn.
Ah ja. Burial Chambers? Chambers? Chambers. Hier sind die ganzen Mumien und Pharaonen begraben wahrscheinlich. Ganz schönes Ambiente hier. Gibt's hier nichts? Hier gar nichts. Autsch. Mann, war das jetzt dumm. Naja, es muss ja nicht alles eine Bewandnis haben. Ich meine, es ist ja immerhin eine Grabkammer. Die Musik ist ein bisschen gruselig. Okay. Nachricht. Here rests Tab the Architect, his companion and their two loyal servants. The Eternity welcomes them. Also da wohnt der Tab der Architekt und sein Begleiter oder sein, ja, sein Gefährte und zwei loyale Diener. Ich meine sogar, ich von dem auf den Grabstein schon mal gelesen hätte. Von dem Tab. Oder täusche ich mich jetzt da? Oder war das dieser Schmied? Ja, kann man die nicht irgendwie rauslocken, dass die hier kämpfen? Das ist doch ein bisschen... Boah, schon ein bisschen enttäuschend. Ich dachte, da passiert mehr. So, was haben wir da? Cloud of Nightmares. So. Okay. Macht 4. Was ist das? A gift for Hamon the Merchant. Gold was his only company. The Eternity welcomes him. Okay. Oh, Moonblade. Light Weapon. A series of 3 quick slashes. Achso, okay. Symbolizing death and rebirth. This blade is held in high esteem by the Xavi priest. Ist es hier Xavi oder was? A gift for Namam, the warrior, his companion and their child. Okay. Hm.
Da hinten sind auf jeden Fall Schlangen. Tarts. Oh, toll. Ja, nun komme ich da nicht durch und ich weiß nicht, warum nicht. Das ja. Ich selbst verängstigt scheinbar. Muss ich hier irgendwas tun? Ich weiß ja nicht. Ist hier irgendwas zu tun? Vielleicht mal schlafen oder so? Keine Angst vor euch, Mumien. Den Schmuck kann man nicht klauen, da werden sie auch nicht lebendig dann. Tja. Weiß ich dann auch nicht. Gehen wir mal zum Rest des Dungeons. Gehen down wie nix. Hier ist auch eine Tür. Was für ein Kopf. Protection 2, Vitality 1. Sehe gerade keinen, der das gut findet. Okay. Mumien. Augenscheinlich nicht immun gegen Feuer.
die Ratten kommen da durch. Hochinteressant, aber finde ich nicht schlecht gemacht. Nein! Wenn jetzt hier die Tür hinter mir zugegangen wäre, das wäre natürlich... auch nicht schlecht gewesen. Ja, warum fährst du her? Alle sind hier satt und versorgt. Aha. Was ist denn jetzt schon wieder zugegangen? Aha, ein Tomb-Key. Einen von, glaube ich, zwei, die ich brauche, wenn ich das richtig gesehen habe. Okay, also, da muss ich irgendwie hin. Die Frage ist nur, wie? Kommt es wahrscheinlich auf Schnelligkeit an.
Secret. Schuhe. Marrow Greaves. Protection 8, Resist to all 5. Und das als Light Armor. Hört sich für mich sehr gut an. Nehme ich gerne in Kauf. So, einen Tomb-Key habe ich, aber das reicht mir ja nicht. Ich brauche ja zwei. Und ich kann ja nur vermuten, dass die anderen zwei... die anderen zwei, der zweite... in dem anderen Abschnitt. Wie heißt das? Tomb of Underground, okay. Oh, eine Kristallblume. Eine Note. Is my measuring cord cursed? I go back and forth between this room and the one above, but I can't get my measurement to match. Talpi the Savior. Ich gehe vor und zurück zwischen diesem Raum und dem oben drüber. Aber ich kann meine Messungen nicht, die passen nicht zueinander, sagt er. Mhm. Das ist wohl ein Hinweis darauf, wie ich das Rätsel oben löse. Also hier ist irgendwas dahinter, so eine Art Kristall oder Vorhang. Das sieht man schon durch die Wand schimmern. Das sieht man hier. Ja gut, ich bin so blöd.
Könnte das hier was mit dem Raum zu tun haben? Also hier sind jetzt alle... Das ist jetzt da hoch oder runter? Ach, da hinten, okay. So, ich müsste jetzt, vor mir und links. Genau. Ach. Ach so. Die gehen wieder runter mit der Zeit, oder was? Und ein Gitter fehlt noch. Aber selbst wenn ich das Gitter habe. Nicht so aus, wenn die runtergehen. Tja. Aber selbst wenn ich das Gitter hab, dann... habe ich damit ja erst noch nichts gelöst. Die zwei vor mir, hier gibt es nur eins vor mir. So ganz genau verstehe ich das hier nicht. Wie oft soll mir das eigentlich noch passieren? Wie oft? Aber da habe ich mal gleich gar nichts gewonnen. Okay, also irgendwas muss ich hier noch ausknobeln. Aber auch das dann in der... ich denke in der nächsten Folge. Naja. Bis, genau, zur nächsten Folge und vielleicht sind wir dann schon mit der Pyramide durch, damit wir endlich den Endgegner... ich bin jetzt echt noch gespannt, wie viel... also immer so kurz vor dem Ende vom Let's Play ist immer die Frage, wie viele Folgen gibt es noch, bis wir das große Finale sehen? Ich meine, das haben wir ja schon gesehen, aber auch schaffen. Ja, werden wir sehen. Also ich denke mal, vielleicht noch ein, zwei Folgen hier im Tempel und dann geht's Richtung Ende. Also bis dahin, tschüss!